Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Lego The Hobbit. Und nachdem wir uns ja beim letzten Mal so ein bisschen mit Nebenaufgaben und einfach Klötzchen zerstören beschäftigt haben, geben wir uns jetzt doch endlich in diese dunkle Höhle, vor der wir beim letzten Mal schon standen, und gucken, was uns hier erwartet. Irgendwas mit Spinnen wahrscheinlich. Durchnässt und erschöpft stolperte die Gemeinschaft in eine große, leere Höhle. Das Glück schien sie an einen trefflichen Ort geführt zu haben. Bild sieht mir nicht nach Glück aus. Doch dies war leider ein Trugschluss. Wuck, wie gesagt, das Bild sieht mir auch jetzt nicht so aus, als wäre man da besonders glücklich zu sein. Höhlen im Gebirge sind selten unbewohnt. Wir sollten doch in den Bergen warten, bis er auf Zug stößt. Pläne ändern sich. Wovor? Übernimm die erste Wache. Was ist das? Orks. Ein Zwergenstapel. Oh mein Gott, da geht's bergab. Da geht's bergab. Bilbo ist ein bisschen besser gelandet. Zurück! Bleib zurück! Ich warne dich! Komm kein Schritt näher! Muss ich ihn hauen? Nein, ich muss ihn nicht hauen. Ach, ich kann. Ich kann sogar mit ihm spielen. Sehr schön. Ja, mal schauen, was wir hier so. Okay, Blumen sind hier auf jeden Fall zu finden. Da ist eine blaue Münze, die will ich haben. Ich weiß, ich werde es bestimmt sowieso wieder nicht schaffen, alles einzusammeln, aber ich gebe mein Bestes. Ja, wir sind also in irgendeine Orkhöhle gekommen. Und Bilbo ist abgestürzt. Von den Zwergen getrennt worden. Er schlägt so ein bisschen um sich rum. Oh, ganz viele Münzen, ganz viele Münzen. Damit der oben mit dem Topf. Okay, da kann ich scheinbar nichts machen. Ja, wer den Film gesehen hat, eigentlich müssten wir jetzt bald den Ring treffen, wenn ich mich nicht irre. Meine ich zumindest. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen hatte. Ich hatte ihn jetzt auch nicht nochmal angeguckt in der Zeit. Aua! Hallo? Okay, ich muss ihn gelegentlich einfach mal hauen. Warum auch nicht? Okay. Einmal hochklettern. Die Idee finde ich ganz lustig auf jeden Fall mit dem Ork, der sich dann zwischendurch doch immer wieder dran erinnert. Warte, das ist eigentlich nicht mein Freund. Huch. Achso. Ich drücke immer mal wieder die falsche Taste. So, das sieht mir doch... Ich wollte gerade sagen, eigentlich nach einer Leiter aus, wenn ich den Block da rechts sehe, aber... Scheinbar mache ich einfach nur einen Weg frei. Und das Ding kann ich zerstören. Na gut. Nehme ich auch. Er ist wieder zu sich gekommen. Das kann ich nicht gut heißen. So, jetzt haben wir hier scheinbar jemanden, der klettern kann. Billwisse. Das scheint der Ork hier zu sein, können mit ihren scharfen Klauen an Lego Bilvis-Wänden klettern. Da sind sie ja sehr einfallsreich gewesen. Bilvisse können an Bilvis-Wänden klettern. Gut, eventuell ist es auch einfach so, dass die Dinger tatsächlich so heißen. Da habe ich im Film jetzt nicht aufgepasst, ob das
storymäßig irgendwas zu tun hat, allerdings, wenn dem nicht so ist, finde ich ein wenig, ist ein wenig einfallslos. Frag mich erst. Ah, jetzt kann ich eine Brücke bauen. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn nicht hierher kommen. Ich muss auf die andere Seite. Wenn er jetzt da drüben auf einmal nicht mehr. Ja, ist ja nicht bewusstlos, aber schwummrig vor Augen, wenn er auf einmal halt zu Bewusstsein gekommen wäre wieder. Und zu sich wieder da denken würde, hä? Das ist aber nicht mein Freund. Wahrscheinlich wäre es einfach nicht gegangen, weil. Hier was bauen, ne? Da drüben hätte ich ihn ja nicht hauen können und er wäre mit Sicherheit auch nicht zurückgekommen. So. Einmal das da oben kaputt machen. Und ja, da kommt auch schon wieder unser tägliches Baurätsel. Oder was heißt Rätsel? Rätsel ist es ja nicht, aber unser tägliches Bebauen. Kann er. Ja, das wird wahrscheinlich unser Kollege leider auch nicht kaputt machen können. Oder? Ich meine. Okay, er scheint momentan sowieso nicht freundlich zu sein, weil mit Y kann ich nicht zu ihm wechseln. Er hängt hier fest. Hallo. Mitkommen. Gut, dass er da festhing. Ach, da oben ist noch eine Blume. Bin ich da so dran? Kann er hier irgendwie was in Richtung. Ja, sehr schön. Ich hatte schon befürchtet, da komme ich gar nicht mehr dran. So. Davon haben wir genug. Hölzer sowieso. Und davon auch. Und dann schauen wir, was wir hier bauen können. Ich wüsste nicht, was uns hier irgendwas bringen könnte. Ist auf jeden Fall sehr klein wieder. Ein Wagen. Ein Auto mehr oder weniger bauen wir. Okay. Was auch immer uns hier einen Wagen bringen sollte. Der hier. Der kleine. Und der Zweier. Oder. Ein Katapult. Ein Katapult bauen wir. Okay. Katapult klingt doch schon besser. Die Kurbel. Yeah. Und ich habe wieder die 20.000 geschafft. Ich werde immer besser, habe ich das Gefühl. Und das gibt gut Punkte. So, da kann ich wahrscheinlich... Setz dich da mal rein. Nein, muss ich da? Ja. Und jetzt? Bilbo, komme ich da auch nicht mehr raus, okay. Achso, hier drüben die Kurbel. Aber ich befürchte eigentlich... Okay. Auf die Kurbel muss ich also draufhauen. Eigentlich hätte ich das lieber andersrum gemacht. Eigentlich hätte ich da lieber den... den komischen hier durchgehauen. So bekommt Bilbo Kopfschmerzen. Wie cool das gemacht ist. Wie er da rumklettert. Mein Name ist Bilbo Beutli. Ich bin ein Hobbit aus dem Auenland. Und ich möchte so schnell wie möglich nicht mehr verirrt sein. Wir wissen sichere Wege für Hobbits. Also, wieso machen wir nicht ein kleines Rätselspielchen? Ja. Und wenn es verliert? Wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Ich denke nicht. Was hat Wurzeln? Man kann sie kaum sehen. Ist höher als alle Baumwipfel stehen. Nach oben steigt es bis ans Licht. Und dennoch wächst es nicht. Ja.
Gut, dass ich mittlerweile das Rätsel nicht mehr kenne, aber scheinbar muss ich sowieso nicht auf die Art lösen. Man sieht oben, ich habe 3 Rätsel mehr oder weniger zu lösen. Mal schauen, wie ich die lösen muss. Weil ich kann hier nicht irgendwie... Ich kann hier ja keine Antwort geben einfach und sagen, ja, so und so ist das. Ich glaube, wenn ich hier ins Mikrofon zu euch rede, dann hört Gollum das nicht. Jetzt zerstören wir auf jeden Fall alles. Kiste? Noch ein Stuhl? Ah, da oben ist glaube ich noch eine Pflanze. Ob wir da oben hinkommen. Irgendwie. So, hier kann ich auf jeden Fall was bauen. Was ist das denn? Ah! So machen wir die Antworten, okay. Auch hier wieder. Tut mir leid, dass es so extrem leise ist, aber wie gesagt, es gibt keine Einstellung dafür. Ich würde es liebend gerne umstellen, aber ja, es gibt sie einfach nicht. So, auf jeden Fall haben wir unsere erste Antwort. Das war also Berg. Und jetzt werden wir hier wahrscheinlich unsere zweite bauen. Erstmal nehme ich hier das ganze Zeug noch mit. Und was wir eben schon zweimal hatten, oder jetzt gerade das zweite Mal, diese schönen lila Steine, die hatte ich davor, glaube ich, noch gar nicht gefunden in den Leveln. Und die bringen immer unglaublich viele Punkte. Natürlich. Unglaublich cool gelöst mit den Antworten, muss ich sagen. Also da hätte man, das hätte man auch einiges schlechter lösen können. Etwas, das alles und jeden verzehrt. Helm und Panzer, Axt und Schwert, Tier, Vogel, Blume, Ast und Laub. Aus harten Steine, maltes Staub. So. Man sieht hier auch schon wieder unglaublich viele Sachen von anderen. Hier könnte man zum Beispiel graben. Da hinten haben wir mit der Seilwinde ziehen. Das können wir jetzt natürlich alles nicht machen, weil ja. Ich würde hier gerne irgendwie weiterkommen. Weil wir ja natürlich nicht zu den Zwergen wechseln können. Zu ihm wechseln? Kann er da irgendwie dran springen? Vorne noch was? Nee. Ja, ich sitze fest. Das hat er gut erkannt, der liebe Gollum. Kann ich ihn da oben abwerfen? Nee, kann ich auch nicht. Ja. Jetzt kann ich es. Super! Ich habe da doch eben sogar noch richtig drauf gezielt und nicht nur so versucht, einfach X zu drücken. Da hat es nicht funktioniert. Unglaublich. Naja, was soll's. Gern das Ding da oben hauen. Ich will das Ding da oben noch hauen. Haben wir da eine Leiter? Nee. Ah doch, da kann... da kann er jetzt hochkommen. Mal schauen, ob ich... Vielleicht da oben drauf. Na komm. Ich will den Stein da oben, den Pilz da oben mitnehmen. Ist doch nicht. Ja, dann lass ich es jetzt. Ist mir jetzt auch egal. Nein, ich sitze nicht mehr fest. Ich baue dir jetzt die letzte Antwort. Oder auch... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes baue ich sie, weil ich sie auch nochmal
richtig bauen muss. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal, dass wir jetzt zweimal bauen müssen. So, Holz. Davon auf jeden Fall noch welche. Holz brauchen wir noch. Und über Stein bin ich scheinbar schon drüber. Davon haben wir auf jeden Fall mehr als genug. So, und nochmal bauen. Einmal. Ja. Achso, ah, dieses kleine. Ich dachte, woher soll ich denn das jetzt an der Farbe erkennen, was ich da nehmen soll? Aber nicht darauf geachtet, dass das Ding kleiner ist. Ja, jetzt habe ich natürlich verspielt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, hier wieder True Adventure zu bekommen, aber wenn ich hier so schlecht bin, wird das natürlich... Und jetzt wurden auch nochmal 1000 abgezogen. Ich glaube, es ist die Zeit, übrigens. Na? Antworte ihm. Oder soll ich das Ding schon zerschlagen? Nein. Mein Schatz. Einmal der Ring. Gucken, ob wir gleich unsichtbar werden. Komm schon. Ich hab gewonnen. Du hast versprochen, du zeigst mir den Ausgang. Wo ist der? Wo ist der? Nein, der Ring hat sich nur einfach seinen neuen Besitzer gesucht. Habe ich oben den einen Pilz nicht zerstören können? Das ist doch scheiße. Hätte ich zumindest eins der wahrscheinlich auch wieder 10 Puzzleteile, die hier in diesen Kisten versteckt sind, gefunden. Wie die Wurst da einfach liegt. Wer hat das gewagt, bewaffnet in mein Königreich einzudringen? Spione? Diebe? Mordgesinde? Zwerge, euer Bosheit! Zwerge? Die waren in der vorderen Eingangshalle. Ich kenne dieses Schwert. Das ist der furchtbare Ochsspalter, der Beißer. Erschlagt sie! Tötet sie! Tötet sie alle! Er scheint eine Angst zu haben vor der Waffe. So. Ganz offensichtlich zu Recht, würde ich sagen. Boah. Ich brauche hier auch meine eigenen, aber... Wie fehlt mir hier eigentlich noch? Hier noch Punkte mitnehmen. Solange ich noch die Möglichkeit... Bam! Ich glaube, da war gerade ein Finisher. Stirb! Ich glaube, er ist tot. Ja, da war wieder so ein Finisher. Da springe ich richtig auf ihn drauf am Ende. Stirbt. Da wird wieder irgendwie mächtig gekämpft. Und das ist nicht so ein Combo-Move, wo ich zwischendurch tatsächlich irgendwie dann noch auf B oder so umswitchen muss, sondern... So, das war der letzte. Na, willst du jetzt selbst aufs Maul haben? Ja? Achso, ah, Gandalf ist da. Bam, Gandalf hat's drauf. Gandalf der Graue. Er schwingt den Feithammer! Hell wie Tageslicht! Kämpft! Wie er erstmal zuzwinkert. Ach ne, das ist sowieso erstmal nur Mitri. Wo muss ich denn lang? Irgendwie kämpft sich mit ihm blöd. Gandalf machen? Ah! Ah! Da! Oh Gott! Ja, ich war zu langsam. Ich sehe es ein. Wie schlecht man eigentlich sein kann. Konnte ich denn das übersehen, bitte?
Kannst du bitte jetzt die Kiste in die Hand nehmen? Und Double Team Power! Das gab eins auf die Mütze hier. Ja, da ich hier kann ich ja nicht einfach so anhalten. Wir sind mittlerweile schon wieder drüber. Das heißt, ich werde für euch das dieses Mal einfach so in zwei Folgen cutten. Das heißt, ja, ihr werdet es gar nicht wirklich mitbekommen. Ich prinzipiell schon. Beziehungsweise ihr werdet schon mitbekommen, ich bekomme es nicht mit. So rum. Also wundert euch nicht, wenn ich euch nicht begrüße. So, andere Fähigkeit. Hier. Die. Nein, da. Und sie. Und. Double Team Power. Go. Na? Das finde ich echt cool gemacht, dass es hier die verschiedenen Fähigkeiten jetzt sind, die man ausnutzen muss. Also, dass man jetzt nicht irgendwie, ja, ich schieße dreimal mit dem Bogen da drauf und dann habe ich gewonnen, sondern wie er den Ork zurückwirft. Sehr gut. Das muss, glaube ich, Gandalf machen. Nein, Gandalf. 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 Ja, X. Und wieder Double Team hier. Und eins auf die Rübe. Und wie bei jedem guten Spiel nach dreimal Schluss. Lauft! Und wieder werden wir aufgespalten. Oh mein Gott. Warum müssen die denn immer aufgespalten werden eigentlich? Die nicht einmal zusammenbleiben. Ich hatte da einen auf einmal drauf, wenn ich drauf geachtet habe. Das sah gut aus. Ja. Da wir so weit gar nicht, noch gar nicht über der Zeit sind, vergisst, was ich gesagt habe. Wir machen hier einen kurzen Cut, beenden die Folge für heute und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dann!